Hallo liebe Leute, heute war doch irgendwas. 14. Februar, Dienstag, genau, Simpsons, Two and a Half Men gucken, ja, das war das. Nee, es ist ja Valentinstag. Na liebe Mädels, habt ihr wegen mir vielleicht Diätschokolade bekommen? Oder Plastikrosen? Nee, ich hoffe nicht. Oder wurdet ihr positiv überrascht von eurem Freund? Für mich ist Valentinstag einfach nur unnötig. Antiromantiker. Ich lese euch jetzt was Schwules vor. Ich werde mich bemühen, das so romantisch wie möglich zu machen. Valentinstag, ein Tag der Romantik. Valentinstag vergessen? Sowas darf man nicht. In der linken Schokolade und Rosen in der rechten Hand. Die Romantik macht einen Jungen zum echten Mann. Das macht einen zum echten Mann. Realität. Zärtlichkeit ist wie eine Massage für Frauenherzen. Ehrlichkeit ist wie eine Bandage gegen Frauenschmerzen. Jungs, lasst uns wie die Flamme auf Kerzen den Frauen Wärme schenken. Wenigstens einen Tag im Jahr schaffen, an den sie gerne denken. Ich geb dir das schon. Merkt euch, Rosen und Schokolade sind keine Pflicht. Stimmt, Plastik, Rosen und Diätschokolade. Ich wollte fast schon Plastikschokolade sagen. Versucht es doch mal mit einem Gedicht. Ja gut, dass der Verfasser an die Analphabeten denkt, sehr romantisch. Glaubt mir, der Preis der Überraschung hat kein Gewicht. Versucht es mit einem Gedicht so schön, dass sie denkt, dass euch der Himmel schickt. Ah, wo es einen auf Engel machen, ja. Valentinstag, 14. Februar, mein Gedicht mit 14 Zeilen. Unabhängig davon, ob ihr diesen Tag feiert, könnt ihr die Freude mit mir teilen. Das ist übrigens von Herr Tutorial, guck. Herr Tutorial. So, jetzt werdet ihr ein paar Bilder sehen von Mädchen, die ich mag, die mich unterstützen, also sprich Videos teilen, Videos kommentieren und mich damit auch motivieren. Oder einfach nur von Mädchen, die ich hübsch finde. Ja, genau, hübsch. Und Jungs, lasst die Hände da, wo ich sie sehen kann. Verkneift euch das bitte mit dem, das Mädchen ist gar nicht so hübsch, die ist hässlich und sowas. Schreibt lieber, Beton ist hässlich und das Mädchen bei blablabla, Minute, Sekunde, blablabla, ist hübsch, ja? Also wenn ihr jemanden hässlich finden wollt, dann schreibt, Beton ist hässlich. Lasst die Mädchen aus dem Spiel. Abschlusswort. Danke, ihr Lieben, dass ich eure Fotos benutzen darf für dieses Video. Schön, dass ihr zu eurer Schönheit steht. Euer Beton. Bis zum nächsten Mal. I'm trying to put it into words. It's like, check it out. Like, my old lady, right? You know, my girl. Take something simple like eating soup. I crack the crackers up in the soup. Like, crack them up, you know what I mean? And like, she lets her crackers dissolve in the soup. She's so cute, girl. She light up my life, man. She does, believe that. I ain't tryna say nothing you ain't tryna hear. Relax your mind, have no fear. Cause I'm about to show you, yeah. Shawty got love, I got love. She's the only one I'm thinking of. Someone to hold close. See if you're fearful flying away, girl. I ain't tryna be alone the way, girl. See you're the destiny of me, babe. So if you're feeling it, put your hands up, girl, this is my love. I ain't tryna say nothing, you ain't tryna hear. Relax your mind, have no fear. No, cause I'm about to show you. Shawty got love, I got love. She the only one I'm thinking of. Someone to hold. So I gotta hold it in, I'd say you the best. Yes, you're the opposite of stress. A whole lot more, but your damn show ain't nothing less. So tell me what's next. We headed to the crib just to have a little sex. Make love, yes. There ain't no test, but the carrots on your neck make your body feel timeless. It ain't nothing to it. Just like a door, girl, you gotta walk through it. Yeah.
I'll show you I'm the truest girl to you for me. Just a cut.